der Eingang zur Klippe sein. In der Beschreibung steht von Spoink stand, dass die Perle tief unten auf Ebene U7 liegt. Hört sich nach einem wirklich gefährlichen Ort an. Wir sollten vorsichtig sein. Geben wir unser Bestes, Kilian. Und da sind wir schon auf der Feuchtklippe. Du und dein Partner können jetzt jeder ein Item halten. Mit dem Schatzbeutel könnt ihr nun auch 16 Items im Inventar aufbewahren. Items wie zum Beispiel ein Band wirken nur, wenn sie gehalten werden. Nutze im Menü unter Items die Option geben, um das Item weiterzugeben. Das machen wir doch mal. Wir haben hier nämlich das Blauband, das gebe ich mal mir selbst. Und das Zinkband, das gebe ich Fliggy. Hier mal wieder schön durch. Zinnelbeere und ein Gelbgummi. Ja, sehr schön. Das ist ja ultra awesome. Finde ich gleich im ersten Dungeon ein Gelbgummi. Ach, das ist so schön, wenn am Anfang die Werte noch so schnell steigen. Hebe ich mir vorerst mal ein bisschen auf. Da warte ich nämlich noch, bis was ganz, ganz Bestimmtes passiert. Ja, das wissen wir auch schon mit den Äpfeln und Gummibonbons. So. Feuchtklippe, U3. Teammitglieder erhalten Erfahrungspunkte durch das Besiegen von Gegner. Ja, das wissen wir auch schon. Wir hatten schon 2 Level-Ups. Großer Apfel. Das ist ja sehr schön. Große Äpfel sind mehr oder weniger dasselbe wie Äpfel, nur dass sie den Magen komplett auffüllen. Da sehe ich schon ein Top-Elixier. So. So, Top-Elixier stellt die Angriffspunkte ganz wieder her. Ja, eine Frage habe ich jetzt eben noch. Ja, Attackennutzer ist hier standardmäßig an bei den Pokémon. Ein Flair-Samen, sehr schön. Samen sind hier sehr, sehr nützlich. Vor allem, weil wir hier in Bosskämpfen dafür, dass wir alle Attackenpunkte aufgefüllt kriegen, haben wir dafür diesen Nachteil, dass wir in Bosskämpfen keine Orbs benutzen dürfen. Was die ganze Sache schon ein klein wenig schwieriger macht. Dann sind wir ja schon wieder auf U5. Hier haben wir noch eine Passivbeere, sehr schön. Und Kleinkiesel. Ein Kleinkiesel ist mehr oder weniger dasselbe wie ein Georockbrock, nur eben nur halb so stark. Die Dinger machen halt genau 10 Schaden. Items zum Werfen sind in diesem Spiel allgemein ein bisschen schwächer, als sie es im vorherigen Spiel waren. Georockbrocks gibt es hier auch noch, allerdings sind die wesentlich seltener. Level 8.
8. Wenn die Werte nur immer so schön steigen könnten. Und Fliege erreicht ebenfalls Level 8. Fliege scheint in derselben EP-Gruppe zu sein wie ich, das ist sehr schön. Ich weiß sonst immer nur von Hydropi, dass der wesentlich langsamer levelt als ich mit meinem Pikachu. Und da sind wir schon am Ziel. Oh, sieh mal. Das muss die Perle von Spoink sein. Bringen wir sie schnell zurück. Danke, diese Perle muss auf meinem Kopf liegen, seht ihr? Sie hat mir so gefehlt. Ich konnte mich einfach nicht beruhigen, solange sie nicht da oben war. Ich sprang und federte nur so durch die Gegend. Darum habe ich jetzt überall blaue Flecken. Aber dank euch ist dieser Albtraum nun vorbei. Ich bin euch aufrichtig dankbar. Das Team von Kilian erhält ein Protein zur Belohnung. Sieht aus wie mein Calcium. Sieht aus wie ein Eisen. Und jetzt außerdem 2000 Poke. Unglaublich. Hey, wow, 2000 Poke? Das ganze Geld ist für uns? Natürlich, natürlich. Es ist wertlos für mich verglichen mit meiner Perle. Leb wohl. Wir sind reich, Kinder. Ganz einfach so reich. Gut gemacht, Team. Nun überreicht mir das Geld, wenn ich bitten darf. Hä? Der Großteil des Geldes, das durch Jobs verdient wird, geht an den Gildenmeister. Und der Anteil eures Teams an dem Geld beläuft sich auf... Hä? Wir kriegen nur 200 Poke? Wie gemein. Nun, es ist die Regel der Gilde. Ihr müsst euch damit abfinden. An alle, danke, dass ihr gewartet habt. Ich bin mit den Essensvorbereitungen fertig. Alle herkommen, Essenszeit. Ah, jetzt kriege ich Hunger. Ah, ich habe fertig gegessen, ein hervorragendes Mahl. Ich bin voll und jetzt werde ich ganz schläfrig. Ja, danke. Ich gehe dann mal ins Bett. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Hör mal, Kian. Heute war heute nicht ein hektischer Tag. Es ist so viel passiert. Ich bin erleichtert, dass unser erster Job ein Erfolg war. Dass die Knoblauch-Gilde so viel von dem Geld genommen hat, hat mich wirklich aufgeregt. Das sind wohl einfach die Kosten für das Training, da können wir nichts machen. Aber ich war heute richtig glücklich, als Boing sich bei uns bedankt hat. Ich bin müde. Ich schlaf jetzt. Geben wir morgen wieder unser Bestes. Gute Nacht, Kilian. Kapitel 3. Der Schrei. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Guten Morgen, Kilian. Ja, wir möchten das Abenteuer speichern. Hui, die Musik geht in Slow Motion weiter, wenn es gespeichert wird. Episch. So, die morgendliche Putzli. Okay, Pokémon, Zeit an die Arbeit zu gehen. So, das kommt jetzt jeden Morgen. So. Was haben wir denn jetzt eigentlich alles an Items aufgesammelt? Auf jeden Fall haben wir einen Haufen richtig tolles Zeug hier. Oh, ihr beide irrt ja immer noch ziellos umher. Nun, kommt mal mit. Letztes Mal hatten wir einen Job von dem Brett auf der anderen Seite. Sehr richtig. Heute werdet ihr einen Job von diesem Brett erledigen. Was ist denn an diesem Brett anders? Seht genauer hin. Oh, sieh mal, Kian. Da hängen Plakate von lauter verschiedenen Pokémon. Wow, die sehen cool aus. Sind das berühmte Erkunder?
Was sind das für Pokémon, Plaudergei? Die hier abgebildeten Pokémon sind Ganoven. Das sind alles sehr fragwürdige Typen. Gesuchte Verbrecher. Oh nein, das sind Verbrecher? Sehr richtig. Es sind Kopfgelder auf sie ausgesetzt. Anders gesagt, wer einen fängt, bekommt zur Belohnung Geld. Heutzutage treiben sich so viele bösartige Pokémon herum, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen. Warte mal, heißt das, wir sollen diese Ganoven fangen? Das kann nicht dein Ernst sein, das ist unmöglich. Ich mache nur Spaß. Es gibt da draußen bösartige und weniger bösartige Pokémon. Einige dieser Pokémon sind von Grund auf durch und durch gemein. Aber es gibt auch bösartige Pokémon, die nur harmlose Diebe sind. Dazwischen gibt es noch viele Abstufungen. Ihr werdet also keines der sehr bösartigen Pokémon fangen müssen. Seht euch die Bilder an und wählt ein Pokémon, das so schwach aussieht, dass ihr es zur Rechtschaffen, dass ihr es zur Rechtschaft ziehen könnt. Du sagst also, dass manche schwächer sind. Aber es sind immer noch bösartige Pokémon, oder nicht? Ich habe Angst vor gefährlichen Pokémon. Das ist alles Teil eures Trainings. Ihr beißt euch schon durch, ganz sicher. Aber ich nehme an, dass ihr auf einen schwierigen Gegner gefasst sein müsst. Also, ich werde jemanden bitten, der euch erst einmal herumzuführen. Hey, Bidiza! Bidiza! Jawohl, ja! Du hast mich gerufen? Ja, Bidiza. Hier sind die neuen Rekruten, die uns beigetreten sind. Nimm sie mit und führ sie durch die Stadt. Donnerwetter, Menschenskind, das werde ich. Jawohl, ja. Das ist Bidiza. Er ist auch ein Gildenlehrling. Ich möchte, dass ihr Bidiza zuhört und seinen Anweisungen folgt. Und nun geht. Mann, oh Mann, bin ich glücklich. Warum denn? Ich bin so froh, dass ich jetzt nicht mehr der Neuling bin. Ich könnte vor Freude platzen. Bevor ihr euch hier eingeschrieben habt, war ich der neueste Lehrling. Naja, ich führe euch am besten herum. Kommt bitte mit. Eins nach dem anderen. Hier haben wir Glibunkel. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was dieses Pokémon treibt. Er scheint ständig an diesem großen Kessel da hinten herumzuwerkeln. Es ist mir ein Rätsel, jawohl, ja. In dieser Richtung liegt die Gildenkantine. Und in dieser Richtung findet ihr die Crewräume. Und hier kommt ihr zur Kammer des Gildenmeisters. Als nächstes führe ich euch außerhalb der Gilde herum. Ich habe gehört, dass man den Fortschritt seines Abenteuers dort bei dem Wasserloch sichern kann. Normalerweise sichert man den Fortschritt seines Abenteuers, indem man sich zu seinem Bett in der Gilde begibt. Jawohl, ja. Anscheinend kann man dort vorne aber auch sichern. Donnerwetter ist ein praktischer Ort, wenn man den Fortschritt seines Abenteuers häufig sichern will. Für die ortsansässigen Pokémon ist dies der Hauptplatz der Stadt. Wir befinden uns hier in Schattstadt. Oh, über Schattstadt kann ich dir auch etwas erzählen. Das ist die Zwielichtbank. Dort können wir unser Geld lagern. Das ist der Elevoltik-Link. Dort kannst du zum Beispiel Attacken kombinieren lassen. Aber Elevoltik scheint heute nicht da zu sein. Hier haben wir den Keklion-Markt. Hier kannst du Items kaufen und verkaufen. Dort ist das Kangama-Lager. Items, die dort gelagert werden, gehen niemals verloren. Wenn du kostbare Items hast, die du nicht verlieren willst, lagere sie hier, bevor du zu einem Abenteuer aufbrichst. Das sind die wichtigsten Orte, die ein Erkundungsteam kennen sollte. Das müsste reichen. Du weißt aber eine Menge, ja wirklich, das ist gut zu wissen. Also gut, kommt mit mir, bevor ihr euch auf den Weg macht. Ich helfe euch dann, den richtigen Ganoven für euch zu finden. Danke, Bidiza, das war wirklich freundlich von dir. Ja, Donnerwetter, ich bin ganz verlegen, Mann, oh Mann. Ich warte in der unteren Gildenebene 1 auf euch. Okay, lass uns gehen. Ich würde gern sehen, welche Items man kaufen kann. Gehen wir zum Keklion-Markt. Bevor wir zurückgehen, müssen wir unbedingt zum Keklion-Markt. So, wie viel Geld haben wir denn? 315, das ist sowieso nicht genug, um irgendwas zu kaufen, was halbwegs interessant wäre, also... Hier haben
haben wir noch die Chanera-Brutstätte. Da können wir Eier ausbrüten lassen. Und hier haben wir noch das Knogger-Dojo. Hier hängt ein Notizzettel. Etwas steht darauf geschrieben. Das Knogger-Dojo ist eingestürzt, aber es wird sich wieder aus seinen Trümmern erheben. Jawohl, das Dojo wird seine frühere Pracht zurückerlangen. Meister des Knogger-Dojos. Wir können hier auch ein bisschen mit den Leuten gehen. Oh, die neuen Gildenrekruten. Erfreut eure Bekanntschaft zu machen. Ihr könnt hier alle möglichen Dinge bekommen. Das ist ziemlich praktisch. Schafft euch einen Grundvorrat an Items an, die euch bei euren Erkundungen helfen werden. Hey, 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 ihr zwei. Ihr seid die neuen Gildenrekruten, richtig? Hey, hey, mein Name ist Krebskopf. Ich bin auch ein Schüler der Knuddelhoff-Gilde. Hey, hey. Wenn ihr nicht wisst, was los ist oder sonst irgendein Problem habt, kommt und fragt mich. Kapiert? Hey, hey. Ups, jetzt habe ich ihn nochmal angequatscht. Nein. So. Hier versammeln sich Erkundungsteams von überall her. Unser eigenes Team Taubürzen ist eins davon. Unser Erkundungsteam besteht aus zwei Mitgliedern. Wir sind Zamburzel und Taubsi. Der Name unseres Teams Taubürzel kombiniert unsere Namen. Also präg ihn dir gut ein. Alles klar. Ach, die zwei sind auch hier. Unser Erkundungsteam heißt Team Schmackhaft. Diesen coolen Namen hat sich mein Partner Wampel neben mir ausgedacht. Was meint ihr? Cooler Name, oder? Wie bitte? Warum ich den Namen Team Schmackhaft gewählt habe? Nun, ich glaube, das ist, wofür mich mein Partner schlussendlich hält. Die geben so ein tolles Team ab, die beiden. So, hier haben wir noch Xatus Begutachtung, wo wir die Boxen öffnen können. Sofern wir irgendwann welche kriegen. Hey, seid ihr zwei die neuen Gildenlehrlinge? Na dann hallo, ich heiße Muntier. Stillsitzen ist nicht meine Stärke. Ich sprudle immer so vor Energie. Schön, euch zu treffen. Wir sind Team Ebenholz. Wir sind schon überall hingereist und haben alles erkundet. Meine Lieblingsdinge, ihr Süßen. Nun, für Glitzerkram kann ich echt etwas übrig. Ich erzähle meinem Partner fortwährend, dass wir Glitzern, Tand und anderes schickes Glitzerzeug suchen sollten. Aber Schuppel reagiert immer so abweisend auf meine Vorschläge. Sie scheint es nicht zu hören oder sie will einfach nicht zuhören. Ah, das ist ärgerlich. Ah, die beiden sind toll. So, hier haben wir noch die Tohaido-Klippe. Haben wir ja schon im Intro gesehen. Ist ein sehr schöner Ort. Und vor allem werden wir hier hin und wieder jemanden finden. Da können wir hier noch das Schild lesen. Schatzstadt. Ja, wer hätte es gedacht?